vor allem Herbizide, Fungizide, Pestizide. Das sind ja verschiedene Gruppen an Toxinen, die werden als schön formuliert als Pflanzenschutzmittel benannt, sind aber ganz starke Toxine, die sowohl neurologische Schäden verursachen, als auch die Fruchtbarkeit eindämmen und ganz viele, sage ich mal, Entzündungen im Körper verursachen. Viele von denen sind auch krebserregend und deswegen macht man es folgendermaßen in der Industrie. Man nimmt von all denen ganz wenig, weil es vor allem bestimmte Grenzwerte gibt und dann schlägt Alarm und dann kommt die EU und deswegen nimmt man von vielen ganz, ganz wenig und hat dann die gleiche Wirkung, nämlich dass kein Tier überlebt, dass das, die Pflanze möglichst von Pilzen und frei wächst und genau nach ihren genetischen Prädispositionen wächst. Und das ist halt der Industrie ganz wichtig, dass es gleich optisch und gleich geformt und natürlich möglichst wenig Verlust, keine anderen Tiere, das ist ja auch ein Ego-Denken, kein anderes Tier, also kein Pilz, keine Made, kein Wurm soll diese Frucht essen. Der Mensch will sie ganz alleine für sich haben. Und dieses Denken dahinter führt dazu, dass wir zum Schluss eine sehr giftige Ernte haben.